Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Eine gute Soße vor allem, oder? Und die ist ja nicht so teuer, ist einfach arbeitsintensiv. Und Zeit haben wir ja jetzt gerade im Moment genug. Das ist schon so, er macht uns das wie ich auch, oder? So einen Lieferdienst parat. Hier haben wir Auslieferung, ja. Rechnung. Besondere Situationen erfordern besondere Leistungen. Ja, da müssen halt alle ein bisschen so mitmachen. Also, danke vielmals. Die Kiste bringt dir dann wieder rum. Und die Knöchel hast du mir auch, gell? Die sind dabei hier. Zum Schuh machen, oder? Versicherungsvertreter gewesen und auch er bestellt jetzt fürs Homeoffice den Toner bei mir, oder? Also ich finde, das verstellt mich. 25 lighters on my dresser, yes sir. Wenn der Laden zu ist, dann hat man ja mehr Zeit für anderes. Einfach mal alte Kleider und irgendwie eine Schoss, wo man die Flecken dann nicht so gut sieht. Was brauchen wir für einen Jus? Das Mirepoix, also der Lauch, Sellerie, Rüebli, Zwiebeln. Tomatenpüree genug. Dann bei der Gewürzmischung habe ich Pfeffer, ein bisschen Sichuan-Pfeffer, das ist ein Geheimnis. Und ein bisschen Lorbeerblätter, das Sichuan-Pfeffer nicht kennt, der sieht so aus. Ich weiß nicht, sieht man das? Er schmeckt ein bisschen nach. Irgendeiner hat mir noch mal gesagt, das sei Grapefruit-Pfeffer. Also er schmeckt ganz frisch, auch speziell, ich weiß nicht. Ich darf es nicht sagen, also die das sehen, die wissen, was das für mich ist. Ich habe einen Rotwein parat gemacht und ein Glas zu abverziehen, weil wir in der Scheune kein Wein, den man nicht auch trinken könnte. Also kein trockener Seich oder irgend so etwas, sondern wirklich anständiger Trinkwein. Die Lumpen, beziehungsweise zwei feuchte Lumpen, das hier ist ein Schneidebrett und darunter ist auch eine feuchte Lumpe. Ein grosses Gemüsemesser, man kann auch ein kleines nehmen. Wichtig ist, dass das scharf ist. Sonst bei mir im Shop innen die Schleifsteine bestellen. Knöchel bereits aufgeteilt auf die beiden grossen Töpfe. Sehen wir es da. Drauf machen dürfen wir noch unten. Das muss also richtig sichern da. Und glaubt mir, den Jus machen, das ist das Geheimnis von jeder Sorte. Grüne dran. Und ich habe wirklich nur noch so einen kleinen Lauch gefunden mit grünen dran. Das hier ganz, ganz lustig wird, das hier hinten auch. Und Zwiebeln. Genug eigentlich. Jetzt kann ich bereits ein bisschen vom Mirepoix, also von dem Soßengemüse, dazugeben. Es zischt, es gibt eine Sauerei. Machen das Fenster auf. Die tue ich nicht weg, die tun wir dann ausspülen mit. Tomatenpüree gibt die schöne Farbe. Und ich wollte ja zuletzt das Glas davor. Das ist wirklich gut. Also nicht und wieder ablöschen. Und das mache ich jetzt so lange, bis da auch noch die Flasche relativ leer ist. Dass ich wieder auffüllen kann. Aber das hier ist Grundsoße, Demi-Glastebo und Glastebo. Und das war es schon. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Danke, tschüss zusammen. Also abonnieren nicht vergessen. Ja, bis bald. We'll be right back.